So, hi Leute, herzlich willkommen zurück zur Autobahn-Polizeisimulator 3. Ja, es ist echt lange her, dass ich es gespielt habe. Die letzten Folgen, die ich hochgeladen hatte, hatte ich noch. Habe ich jetzt mal geschnitten und inzwischen mal endlich hochgeladen. Und ja, ich dachte echt, dass sie die Performance mal inzwischen verbessert haben, haben sie aber anscheinend leider immer noch nicht. Ah, jetzt zeigen wir unten nichts an, wie schnell ich fahren darf. Nein. Für sowas habe ich gar keine Zeit. Wow. Oh Gott. So, wir sind Rang 16. Oh, bei Grün sollte man vielleicht auch mal fahren. Und dann fahren wir hier gleich mal auf die Autobahn. Oh, da ruckelt das immer noch so. Das gibt's echt nicht. Das neulich ist neulich ein Schadensmodell. Ich habe das echt schon lange nicht mehr gespielt. Hier ist 120. Hier nicht mehr. Ja. Oh, die haben die Farbphysik aber angepasst, das merkt man. Schon lange keine Waschmaschine mehr gesehen. Riechst du deshalb manchmal so streng? Was? Nein. Tue ich das wirklich? Nein, aber ich dachte, du wolltest mir mit deiner Feststellung sagen, dass du keine eigene Waschmaschine hast und dich deshalb im Voraus für Unannehmlichkeiten entschuldigen willst. Ich habe eine eigene Waschmaschine. Mir ging es um verlorene Geräte auf der Autobahn. Dann sag das doch. Habe ich doch. Na ja. Vergiss es, reden wir nicht mehr davon. Flixbus. Oh, der ist aber ein bisschen sehr schnell unter. Ach, schade, ich wollte ihn gerade blitzen. So, genau, wir können euch mal ganz kurz. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Genau, Quietsche-Entchen hatten wir ja, das letzte hatten wir ja schon. Nichts beenden und wir müssen jetzt noch zwei Straßenblockaden beenden. Und überprüfe, egal welcher Schicht, wir sollen ein stehen gebliebenes Fahrzeug. Was auch immer Straßenblockaden sind. So stehen gebliebene Fahrzeuge, da bin ich echt mal gespannt. Boah, ich höre fast gar nichts. Das vielleicht auch besser so. Ja, wer kann ich die auch anhalten inzwischen? Nee, ne? So, jetzt nur noch 100. So, hier müssen wir runter. So, ein Sechs, wo bleibt er denn? Ich glaube, wir müssen vielleicht auch mal ein Fahrzeug Leitstelle voranhalten. für Wagen Oh. 9, bitte kommen. Leitstelle hört? Im Stau auf der A40 kam es zu mehreren kleinen Auffahrunfällen. Wir stecken mittendrin und brauchen Verstärkung. Verstanden. Ich schicke euch ein Team. Braucht jemand einen Rettungswagen? Weiß jemand, wie es zu den Unfällen kam? Das übliche Chaos. Manche haben es zu eilig, ins Wochenende zu kommen. Zum Glück scheint keiner verletzt zu sein. Alle waren bereits sehr langsam unterwegs. Verstanden. Wenn sich etwas ändert, meldet euch. Hier liegt ein Warndreieck. Können wir mal ganz kurz mitnehmen. Alter! Das hat wohl jemand vergessen.
Da vorne liegt noch, steht noch eine Notrucksäule. Ach, die hatten wir schon. Wir können aber kurz bei diesem Parkplatz rüberfahren. Ist hier was? Nein. Gut. Da können wir noch fotografieren, das brauchen wir aber gerade nicht. Ihn erst noch mal. Wir kontrollieren den mal. Und nicht so schön viel drauf. Was haben wir denn da? Guten Tag. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Ich hab echt rote Augen, ne? Aber der freundlicher ist er immer noch nicht geworden, ne? Sieht alles in Ordnung aus. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Null Promille. Sehr gut. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Nein, so ein Unsinn. In Ordnung, das glaube ich Ihnen. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Wir gucken erstmal hier. Vielen Dank für Ihre Geduld. Nein! Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Bester Cop ever. Was? Perfekt. Ah, nee. Ey! Oh, 2024, ja, Faktor. Da sind noch die Dinger drin. Hier ist gar nichts. Was haben wir denn hier? Perfekt. Ja, mehr sehe ich hier drin erstmal nicht. Perfekt. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Die Kontrolle ist beendet. Gute Fahrt. So, wann kommen denn mal diese Fahrzeuge anhalten, Dinger hier? Ja.
Wann kommen denn mal diese stehen gebliebenen Fahrzeuge? Das würde mich mal interessieren. Da kommen wir aber auch eigentlich genug. Ja, das brauchen wir sowieso nicht. Mit dem SUV. Oh ja. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Wohin? Hä? Hätte ich doch gleich drauf bleiben können. Vorsicht! Oh, scheiße, mein Auto geht ja wirklich kaputt. Okay, aber das mit dem Schadensmodell jetzt mit diesen Rucklern und dann noch mit dieser Fahrphysik echt scheiße. Es war cool, dass es drin ist. Aber irgendwie. Weiß ich nicht. Hätten sie sich bei der Fahrphysik eigentlich auch echt sparen können. Aber man merkt wenigstens, die programmieren an dem Spiel, aber leider in falsche Richtung. Okay. Wie, das war alles? Ernsthaft? Wo ist denn die Wache hier? Wache? Die doch gerade. Hä? Ja. So, dann steigen wir mal aus mit unserem kaputten Auto. Eieieiei. Gucken wir einfach, was sie da drin wieder so Schönes zu labern haben. Hey, was geht? Mein Jüngster hat nun verkündet, dass er später auch mal Polizist werden will. Bei einem Vorbild wie dir ist das doch kein Wunder. Nett, dass du das sagst, aber ich fürchte, er strebt leider eher danach, so ein Polizist wie du zu sein. Also draufgängerisch und taub für jegliche Kritik. Ganz so extrem hätte ich das nun nicht gesagt. Aber du hast etwas Ähnliches gedacht. Naja, ich will eben nicht, dass ihm was passiert. Verstehe ich.
Aber mach dir mal keinen Kopf. Uns hat bislang auch noch nichts umgebracht. Beschreis bloß nicht. Ein paar Töchter hast du doch auch, oder? Genau. Die eine ist 12, die andere 7. Die eine will zur Feuerwehr und die andere will was mit Tieren machen. Hast du deine Tochter Mike schon vorgestellt? Ich bin mir sicher, dass er ihr das ein oder andere beibringen kann. Bloß nicht. Der ist doch ebenso draufgängerisch wie ihr. Können wir was für Sie tun? Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen beiden reden. Oh, worum geht es denn? Um Ihre Einmischung in die Ermittlungen zu den Rasern. Es waren doch nur Kleinigkeiten. Dennoch haben Sie sich eingemischt. Ich sagte Ihnen doch, dass Sie die Füße stillhalten und sich vorerst raushalten sollen. Bitte sehen Sie es uns nach. Jan und Jessica haben uns um Hilfe gebeten. Es waren wirklich nur kleine Botengänge, sonst nichts. Mit den beiden werde ich ebenfalls noch reden müssen. Sie hätten sie überhaupt nicht ins Vertrauen ziehen und erst recht nicht für ihre eigenen Aufgaben einspannen dürfen. Das tun sie nur, weil ich sie darum gebeten habe. Immerhin bin ich selbst in den Fall involviert, mehr als jeder andere hier. Ich kann verstehen, dass Sie helfen wollen, wirklich. Aber ich kann es noch nicht erlauben. Ich weiß. Halten Sie sich lieber an die Vorschriften. Dann stehen Ihre Chancen besser, schneller aufzusteigen. Und Sie, Berninger, haben ein Auge auf Ihren Partner. Sie sind der Letzte, von dem ich erwarte, dass er die Regeln bricht. Ja, Chef. Gut. Dann machen Sie sich wieder an die Arbeit. Und tun Sie nichts, was ich nicht auch tun würde. Der Chef ist echt... weiß ich nicht. Was ist denn das hier? Ach hier. Genau, die Mission. Haben wir was Neues? Hm? Oh, stark. Oh, guck mal. Was ist das denn hier? Was sollten wir machen? Feuerungsjagd mit dem SUV. Wir müssen uns erstmal umziehen. So. Euer Ernst? Wo sind meine ganzen Fahrzeuge? Hallo? Dann muss ich mir das auch schon kaufen. Egal, dann machen wir die Verfolgungsjagd jetzt noch. Ziehen uns erstmal schnell wieder um. Und in der nächsten Folge machen wir dann diese mittelschweren Unfälle.
Kann ich das Ding denn reparieren? Garagen? Okay. Müssen einmal ganz kurz umdrehen. Können wir drehen, perfekt. Perfekto. Na, gucken wir mal, aber was ich mich jetzt gerade wieder frage, wenn wir jetzt die nichts mehr rammen dürfen. Was passiert dann, wenn wir die Dinger, die Fahrer anhalten müssen? Die müssen wir doch wegrammen, wenn die nicht anhalten wollen. Oh Gott. Boah, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Wo ist denn mein Blaulicht? Dann gib Gas. Ich nehme Sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fest. Bitte was? Ich habe nicht mal bemerkt, dass Sie hinter mir hergefahren sind. Ja. Das können Sie alle behaupten. Muss ich hier eben schnell drehen. Haben wir in der Folge doch nochmal wieder halbwegs Spannendes gesehen. Ah, Alter. Eieiei. Oh, Junge. Junge.
Diese Steuerung. Wieder egal, ob hier 60 ist oder nicht. Wow. Jetzt natürlich auch das. Also ich weiß auch, dass ich auch die Tastenkombination dafür nicht mehr. Fürs Blaulicht und Martin so an. Ach, da ist eine Garage. Guck mal. Das mal versuchen wir jetzt mal. So Leute, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Sikorski.